Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, gleich um die Ecke? Unsere Nachbarn haben einen kleinen süßen Wohnwagen und den habe ich jeden Tag gesehen, wenn ich jetzt mit Mika spazieren war. Und habe gedacht, oh, den muss ich euch mal vorstellen. Ich habe selber noch nicht reingeschaut, bin auch selber ganz gespannt, wie es da drinnen aussieht. Ist ein bisschen größer als ein Fahrradwohnwagen, aber als Wohnwagen, sage ich mal, für ein Auto ist er sehr klein. So, dann gucken wir da mal rein. Die Kerstin, die uns den Wagen zeigen will, ist schon ein bisschen aufgeregt. Ich stehe sonst nicht gerne vor der Kamera, aber das wird schon klappen und los geht's. Kerstin räumt erstmal aus. Und das hier oben, das sieht aus wie ein Aufstelldach. Also das kann man sicherlich nach oben hochfahren. Jawohl. Also wie hoch ist das denn, wenn man da also, drin steht? Ich kann normal stehen. Okay. Ich glaube, du kannst auch drinnen stehen. Ich bin 1,82 Meter ungefähr. Ich muss bloß mal gucken. 50 Zentimeter jetzt bestimmt nach oben. Okay. Das war natürlich jetzt nicht Kerstin, das war Bubi. Die sind ungefähr 50 cm hoch, also ich kann total drin stehen. Okay. Und ich bin ja 1,70, ja. Ja. Wie alt ist der eigentlich, wenn man fragen darf? Ach du Gott. Okay. 1994 war er im Ausland, das so viel kann ich sagen. Okay, habt ihr den aus dem Ausland gekauft, oder? Nein. An der holländischen Grenze, ja. Ach so. Kommt ihr aus Holland, Herr Wagen? Oder ist, wo wird wahrscheinlich. Der, ist da auch nicht. Weiß ich nicht, nee. Wo der produziert wurde oder sowas, ist da auch nicht. Ach du Gott. Wir müssen mal in die Unterlagen gucken. Habt ihr so einen Wagen schon mal gesehen, irgendwo anders? Nein. Bei Mann? Seid also bei uns hier in der Gegend nicht. Seid ihr also die Einzigen, die da mitfahren? Ja. Wie lange habt ihr den jetzt schon? Wir haben jetzt 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Dieses Jahr hat man ja 12 Jahre. Was war so die weiteste Tour, die ihr bisher da mitgemacht habt? Das ist um die Grippa See. Die Grippa See, das ist so ungefähr so 20, 25 Kilometer von hier höchstens so, ja? Ungefähr. Ja, okay. Und da ist schön, ein Campingplatz, ne? Ja, sehr schön. Der ist ziemlich klein und familiär. Ja. Ja, auch der, praktisch den Platzwart macht. Also der ist und super schön, nett. Schön sauber alles da. Der See auch? Schönes Wasser? Ja. Ja. Mit Strand? Ja. Ja. Okay. Und da wart er wie lange? Das erste Jahr 2 Wochen, ja. Ja, und diesmal eben ein bisschen verkürzt. Okay. Ja, wegen dem Fuß. Ja. Ja. Wie war das Wetter bei euch? Habt ihr Glück gehabt oder habt ihr auch verregnet gehabt? Oh, verregnet. Ja, wir hatten aber trotzdem ein paar schöne Tage dabei. Ja. Okay. Wir haben in Rehen aufgebaut und in Rehen abgebaut. Ich kenne das immer bei uns immer so, dass wir im Sonnenschein aufbauen oder abbauen oder das Auto beladen. Und wenn es denn schlechtes Wetter ist, dann sind wir gerade unterwegs. Und wenn wir zurückkommen, wird es wieder schön. Ne? Die Matten kannst du hoch machen und dann hast du einen Tisch. Mhm. Kannst den Tisch hochklappen. Hoch. Das als Sitzecke. Ist ja echt niedlich. Ja, es ist sehr schön, aber eben aus gesundheitlichen Gründen ja bei ihm. Ja, ich sehe schon ihr Fuß, ja. Schlecht, ja. Gut, geh mal vor, zeig mal, was ihr so alles hier drin habt. Ja, also wir hatten eigentlich immer die Schlaffläche so gelassen, weil wir ein Vorzelt hatten und haben dann im Vorzelt gesessen. Okay, ja, bei Regenwetter natürlich auch besser, wenn er ein Vorzelt auch noch hat. Weil ansonsten fällt einem irgendwann die Decke auf den Kopf, oder? Weil so klein wie er ist. Ja, aber wir hatten ja auch einen Fernseher bei und die Sat-Anlage, die haben wir ja auch. Okay. Aber man will ja nicht unbedingt immer im Urlaub Fernsehen gucken, ne? Wie macht das mit Strom vom Campingplatz selber oder habt ihr auch eine Stromversorgung drin? Vom Campingplatz. Nee. Strom ist nicht drin. Achso, also könnt ihr auch bloß kochen, wenn ihr auf dem Campingplatz seid. Ich sehe gerade Elektroherd, Toaster. Ich glaube, den Toaster haben wir auch. Ja. Und wie ist das einfach mit dem Dach hier? Also man kann das nach oben hochstellen und dann kann man auch drinnen stehen. Die Dinge rausziehen, ja. Also. Ah. Das ist ja cool. Das bleibt dann auch von alleine stehen, oder? Das wird eingehakt. Ach so, ich sehe es schon. Dann werden die Seitenwände noch ruhig. Bleibt. Soll ich mithelfen? Warte. So. Jetzt. Und jetzt die Seitenwände hochklappen. Genau. Ja. Muss noch ein Stückchen höher, wa? Oder? Ja, jetzt. Jetzt. So.
Wir müssen nicht kaputt machen. Der rast. Ach so, der muss dann hier einrasten. Jawohl. Warte. Ja, so. Der ist drin. Und guck mal, hier kann man rausgucken. Hier ist das Gleiche. Einfach hochklappen. Warte, Vorsicht, mit der Gardine. So. Ja, achso, reicht doch. Reicht doch jetzt. Hoch, ja. Muss nicht einrasten, Hauptsache wir kriegen es jetzt nicht um den Kopf. Nee. Ah, das ist natürlich schon schön. Ja. Also, jetzt kann man hier wirklich drin stehen. Ich sage hier, du hast es so. Kann auch beim Essen machen, rausgucken. Die Nachbarn beobachten. Die Nachbarn beobachten auf dem Zeltplatz oder hier. Ja. Ja, und ansonsten, was habt ihr denn hier noch in der Ecke? Achso, das ist im Grunde Stauraum, ne? Ja, Stauraum, ja. Kannst du Geschirr oder was du auch immer willst. Geschirr habt ihr jetzt gar nicht mehr drin, habt ihr alles schon rausgeräumt? Ist alles raus, ja, naja, weil ich es auch abgewaschen habe. Ne? Ja. Und hier hat man ja auch noch Stauraum. Es müsste alles nochmal repariert werden. Hier sind auch noch Reihen, ja. Ja, und hinten am Kopfende auch. Da, ja. Wie rum liegt man? Mit dem Kopf nach hinten, oder? Ja. Ja, okay. Und darunter hat man auch noch Stauraum, ne? Hier drunter, ja. Cool. Ja, da passt ja ordentlich was rein. Ja. Ja, wenn ich mit dem Fahrradwohnwagen unterwegs bin, habe ich natürlich nicht so viel Platz. Nee. Aber ich glaube, der ist auch ein bisschen schwerer. Wisst ihr denn, was er wiegt? Der ist leichter. Aber mit dem Fahrrad kriegst du den auf jeden Fall weg. Okay. Was ist das hier noch mit der Lampe hier so? Das ist doch sicher irgendeine Stelle, wo man sich gerne mal stößt, oder? Ja, Die Lampe, die brauchst du bloß anzuschalten. Wenn Strom da ist. Ja. Ja. Und die ragt auch so im Raum rein, die kann man auch nicht irgendwie zur Seite machen. Ach, da, also wer jetzt so ein bisschen handwerklich begabt ist, der könnte schon so einige Änderungen hier machen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das würde bestimmt eine richtig schöne Puppenstube sein. Aber euch reicht das so, wie es jetzt in dem Moment ist? Bis jetzt hat es gereicht. Für eine Woche Nigripper See ist es denn okay, denke ich mal. Ja, ja. Habt ihr noch größere Touren damit geplant, oder? Eigentlich nicht. Ja. Noch nicht. Wir müssen erstmal abwarten, was hier überhaupt wird. Ja. Ich würde schon gerne so wie ein Zigeuner mal umherreisen. Also, eine Weltreise, oder? Naja, da wo es schön ist, bleibt man. Und wo, was weiß ich, wo es blöd ist, dann haut man eben halt ab, ne? Mhm. So, hier ist noch ein Kühlschrank. Ah, ja. Da passt schon was rein. Mit Tiefkühlfach. Ja. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Ja. Quark. Der ist bestimmt nicht mehr gut. Der ist jetzt bestimmt schon zu käsig. Nee, der wäre hoch. Das mit dem Aufstelldach finde ich natürlich sehr interessant, weil ich auch schon überlegt habe, sowas für einen Fahrradwohnwagen dann zu machen. Das ist natürlich eine coole Idee. Also es ist im Grunde an der Seite mit dem Scharnier. Hier klappt das Hinterteil einfach hoch und das darf dort noch umgestellt und die Seitenteile stützen das Ganze dann. Ja. Genau. Das ist natürlich echt cool. Also Kerstin, wenn du so sagst, so Zigeunerleben wäre natürlich schön, wenn ihr da Touren mitmacht, dann müsst ihr aber natürlich auch sehen, dass ihr irgendwie autark seid, oder? Also momentan könnt ihr ja weder kochen, noch habt ihr Strom, wenn ihr unterwegs seid. Ihr müsst also immer Campingplätze anfahren, selbst wenn ihr längere Touren macht oder so. Ja. Zumindest da, wo wir Strom haben. Vielleicht gibt es ja einen Privaten, der uns einlädt. Gibt es ja so Hinterland kommen und sowas. Das sind ja so private Stellplätze bei privaten Leuten. Und was wäre denn so dein Traumziel? Ach nein. Ja, Traumziel, also Italien, Kroatien, da fühle ich mich schon beheimatet. Ach ja, okay. Also mit dem Wagen noch nicht, aber das ist natürlich dann auch eine ganz schöne Strecke. Ja, du kannst aber zwischendurch Pause machen. Dich jagt doch keiner. Wo lasst ihr den eigentlich im Winter? Lasst ihr den hier stehen? Nee, den haben wir ja bei uns drunter. Ach, den habt ihr auf dem Hofbräu stehen? Ja. Okay. Na, ich werde noch mal recherchieren und mal gucken, ob man da was findet zu diesem Wohnwagen. Wie heißt der? Eribel oder so ähnlich. Ja, Eribel. Eribel, je nachdem, wie man es betont und ausspricht. Ja, wenn ich da noch was finde, dann nehme ich euch das nachträglich noch auf. Ansonsten, ich finde das Ding richtig knuffig, richtig süß. Jo. Man kann die Rollos auch runter machen. Also, wenn es so hell ist. Dran. Ja. Ah, ja. Kann keiner reingucken. Ja, vor allem ist auch wieder ein bisschen Hitzeschutz. Ne? Weil momentan ist es ja ganz schön warm geworden wieder. Ja. Wenn der Sommer dies Jahr nicht so schön ist. Aber ja, dann kann man hier auch mal
bisschen im Dunkeln sitzen und morgens vor allem ein bisschen länger schlafen und die Sonne weckt einem nicht schon das fünf Uhr. Richtig, die Hunde schlafen ja auch. Ach ja, zwei kleine Hunde habt ihr denn immer noch bei, ja? Ja, bis wir aufstehen, so lange schlafen die und kuscheln. Die liegen meistens nur am Bett hier. Wie macht ihr es, wenn ihr hier essen wollt oder sowas? Denn setzt ihr euch raus? Das Vorzelt. Achso, dann sitzt ihr am Vorzelt und habt dann Camping. Und Stühle. Okay. Ja, also Camping alles, ja. Ja, die Drille selber nehmt ihr bloß als Schlaffläche und zum Kuchen. Ja, 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 ja. Okay. Und die Lebensmittel alles, ja. Ja. Ja, gerade habe ich eben noch erfahren, dass sie schweren Herzens den Wagen weggeben möchten, weil es gesundheitlich bei Gubi nicht mehr ganz so einfach ist. Und letztendlich, ja, wenn ihr Interesse habt an diesem Wagen, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Schweren Herzens, sage ich gerade. Ja, der ist ja wirklich schön. Also ihr habt ungefähr 5.000 dafür bezahlt? 5.1. Über 5.000. Okay, gut. Und ihr habt ihn 2 Jahre jetzt genutzt. Ja. Ja, Preis ist Verhandlungssache. Da könnt ihr ja gerne mal eure Gebote abgeben, wer also Interesse hat und diesen Wagen sucht. Ich finde ihn richtig knuffig. Also gerade für ein Pärchen sicherlich ideal. Oder Pärchen mit Hunden zum Beispiel. Ja, für eine ganze Familie ist er wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Aber im Großen und Ganzen ist schon ein cooles Teil. Passt wunderbar hinterm SUV ohne Seitenspiegel. Weil er so schmal ist. Ja, weil schmal ist. Gut, ihr beiden, ich bedanke mich erstmal, dass ihr die Zeit für mich gefunden habt hier, dass ihr den Wagen mal vorgestellt habt. Und ja, gesundheitlich wünsche ich dir alles Gute, Bubi. Ja, ja. Und ja, jo, wünsche euch einen schönen Abend. Ja, euch auch. Okay, jo. Ciao. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Tschüss und ciao, sagt euer Camper Marco.